Microsoft-Sicherheitsalarm Fehler Nummer DW6VD36. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten. Microsoft-Sicherheitsalarm Fehler Nummer DW6VD36. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Mhm. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten. Microsoft-Sicherheitsalarm okay. Fehler Nummer DW6VD36. So, jetzt halt mal die Klappe. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken Steuerung ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private. Und schon ist Ruhe. Ja, einfach auf Steuerung F4 drücken und dann hält er schon die Klappe. Ja, ist also überhaupt kein Hexenwerk. Oder Alt F4, dann macht er den Browser ganz zu. Ja, das war's schon. Also ihr müsst nirgendwo anrufen, das ist alles Quatsch. Ja, alles Käse.